Ja, was noch? Ja, dann haben welche geschrieben, und das ist eine Unverschämtheit und nicht Unverschämtheit, aber es wäre nicht schön, wenn die Elke mal dazwischen reden Ach würde. ja. Leute, Weil du den Faden verlierst. das ist meine Stütze, nicht nur beim Sprechen, das ist auch meine Stütze in meinem Leben. Und klar nervt die mich, ne, jeden Tag nervt die mich. Die ist Du auch, mich auch. ja, so, wir nerven uns gegenseitig, aber wir lieben uns. Das ist mein Leben. Das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich bin so glücklich. Wir haben uns Weiberfastnacht kennengelernt in Wiener Steffi. Das hält normalerweise nie. Das weiß jeder, der in Köln wohnt. Aber für mich ist das das größte Glück auf Erden Ist aber jetzt gewesen. schon seit 2008. Ja. Seit Und 2018 du sind wir bist mein zusammen. Und größtes wir Glück. labern den ganzen Tag. Wir reden ununterbrochen. Wir belabern uns. Wir streiten uns. Wir machen alles zusammen. Wir machen auch alles zusammen. Wir machen auch alles mit vielen anderen. Aber dann ist halt so, dass der eine dazwischen Du spricht. Ich redest lasse mehr. dich auch nicht ausreden, Nee, wenn ich das nicht will. weiß ich. Ja, so. Aber vor der Kamera ja. Also jetzt hier. Ja, da darfst du mal machen, was du Damit willst. er keine Kritik kriegt, lässt er mich jetzt dazwischen reden. Schnauze. Weißt du? Nein. Aber das ist nun mal so. Wir lieben uns, wir hassen uns. Wir hatten schon oft Streit, aber in einem gewissen Rahmen. Wollte gerade Ne? sagen. Ja. Aber noch nie ernst. Also jetzt so einen ernsthaften Streit, dass hier der Teller geflogen sind oder so. Jeder sagt das, was dem nicht passt, und dann ist es auch gut. Und ich finde, das muss man auch sagen. Genau, das muss auch raus, wenn dir irgendwann nicht passt. Aber wie gesagt, lass das Mädchen doch einfach dazwischen quatschen. Die ist Friseur. Die weiß sowieso alles besser. Ich habe mich ja schon zurückgehalten. Entschuldigung, Frank, dass ich jetzt dazwischen geredet habe. Es ist aber auch so, wenn die Elke, egal welches Thema in der Runde angeschnitten wird, Elke weiß immer eine Antwort. Die ist Arzt, die ist Psychologe, die ist Friseur. Die kann auf alles eine Antwort geben. Ja, habe ich auch schon erlebt und das habe ich schon erlebt. So viel wie die erlebt hat, wüsste ich Ja, schon weil ich auch 93 viele Jahre alt Leute sein. kenne. Dann gibt die auch noch gute Tipps, Ärzte-Tipps und die Leute, die machen das dann auch, so wie die Elke das sagt, Ja, ne? ich hatte eine Kundin, die ist nicht zum Arzt gegangen, die hat mich angerufen. Die ist 94 geworden, die ist letztes Jahr gestorben. Ja, aber das hätte er denn empfohlen? Arme Frau. Naja, wollte ich nur mal sagen, also mir macht das nichts, wenn sie dazwischen redet. Meistens. Ne? Klar. Naja, gut. Okay. Ja, das war das erstmal schon von unserer Seite. Ach so, ja, und dann, ich habe auch viele Kommentare gekriegt, die geschrieben haben, boah, super Frank, toll, dass sich mal einer darüber unterhält mit uns. Wie müssen wir das machen? Was müssen wir machen? Was können wir beantragen und so weiter? Finde ich ganz toll, wenn ich euch helfen kann. Macht mir total viel Spaß. Ich habe übrigens auch jemanden kennengelernt, der uns hilft mit der Mama. Die Person, die kommt auch zweimal in der Woche zu uns und die ist auch wie ein Engel, kann man nur so sagen. Und ein ganz lieber und feiner Mensch. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder kein Thema, ey, haut raus, ich beantworte die auch. Ich kann nicht alles hintereinander beantworten, weil dann sitze ich echt 10 Stunden da oben. Aber nacheinander. Aber nacheinander, aber wenn ich so am Handy sitze und ich gucke, dann und es kommt gerade eine Antwort, Quatsch, eine Frage oder so, dann beantworte ich die auch direkt. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Du darfst sprechen. Ja, schönen Abend noch. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.